Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria mit dem Sven. Hallo. Und mir, dem Erik. Ja, unser heutiger Plan ist es, ein wenig zu farmen, während Sven in der Hölle sich rumtreibt, gehe ich in Richtung links, also Richtung Eiswelt, und grabe mich dort in die Tiefe rein. Denn ich möchte jetzt endlich mehr Herzen sammeln und ich möchte endlich einen Double Jump haben. Außerdem brauchen wir so oder so noch mehr Leben, von daher wäre das ja keine schlechte Idee. Währenddessen Sven da unten die Kisten, glaube ich, abfarmt oder so. Genau. Denn überall, wo es Kisten gibt, findet man mich. Sven ist das war voll schlimm, als ich mit Money Borderlands 2 gespielt habe. Wir haben ja, nur Kisten gesucht, das war heftig. Scheiß aus Story, wir haben die heftigst versteckten Kisten gefunden. Okay. Alter, ist das ein... Ich verstehe immer noch nicht, warum das ruckelt, ey. Ich muss echt Terraria mal neu installieren, Alter. Meinst du das, Hill? Ich glaube schon, also ich habe dich ja mal gefragt, ob das bei dir irgendwie voll lange braucht zum Starten. Also gesagt, nein. Und bei mir dauert das echt richtig lange. Ich habe dann auch für kurze Zeit voll den krassen Blackscreen die ganze Zeit, ne? Ja, ja, aber stellt sich die Frage, ob neu installieren. Ich glaube schon, also das ist echt. Vorher hatte ich es auch nie und jetzt auf einmal fängt das an, hier so rumzuspacken. Vielleicht, und so. Vielleicht ist bei dir überflüssige Prozesse oder so? Nee, also eigentlich ja nicht. Bei mir läuft es eigentlich immer. Es lief ja immer normal. Ich verstehe auch gar nicht, was da los ist. Ich versuche das mal neu zu installieren. Und da jetzt Terraria auch mit der Steam Cloud zusammen funktioniert, geht ja auch die Charaktere gehen ja auch nicht verloren oder so. Das ist ja das Gute. Da. Da ist mal runtergegraben hier. Au! Hoffen wir auf ein Blizzard in der Battle oder irgendwas in der Art. Ich hoffe auf geiles Zeug. Warte mal, erstmal gucken, welche Richtung muss ich denn noch gehen? Ja, hoffentlich ist da geiles Zeug. Ach scheiße, weißt du, was wir hätten machen können? Was denn? Du hättest mir noch deine Lavaschuhe geben können. Das ist richtig, aber... Ja, stimmt, das hätte ich wirklich machen können. Und dann wäre es nur mal safer für mich, egal. Warte mal, hast du nicht eine... Diese Lava Charm Potions oder so, haben wir nicht mehr welche? Hatten wir nur eine. Ah, okay. Obwohl, ich weiß, Fellenstein brauchen wir jetzt auch nicht mehr, oder? Nee. Du hast auch eine komplette Rüstung, oder? Ja. Okay. Hier nur um die Kisten zu looten, weil ich meine, was wir da schon rausbekommen haben, war ja nicht schlecht, ne? Ja, tatsächlich. Das war wirklich nicht schlecht. Also hier, du hast ja diese Peitsche und ich habe ja den Zauber. Ja. Ich bin einfach Mario, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Ich bin einfach Mario. Oh, ich bin da. Oh Gott! Ich bin tot, oder? Das Problem ist, das Spiel hat ja auch so schon rumgespackt bei mir, weil einmal bin ich ja wieder gejoint und meine komplette Map war wieder zu. Als hätte ich nie auf dieser Map gespielt. Ah ja, stimmt. Ja, siehst du, deswegen. Das ist echt ein bisschen am irgendwie. Das Faxen, ne? Und generell, dass immer wenn ich das Spiel beende, da braucht es immer ewig lange, um mit der Steam Cloud zu synchronisieren. Dann kann ist ich das? Steam nie beenden. Ich hab dir doch so eine Morgenstern gegeben, ne? Sonnenwut, ne? Superior Sun Fury, ja? Warum? Wie viel Schaden macht. Ah, ne. Was hat das für eine Verzauberung? Plus 11% Damage, plus 3% Critical Strike Chance, plus 10% ja, okay. Knockback. Okay, ist gut. Hab den! Okay, bin tot. Scheiße! Was passiert? Ich bin in die Lava gekickt worden, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Oh. Ich habe das Teil nämlich nochmal gefunden. Ah, selbe okay. Ausstattung, wie du sie hast. Echt? Genau die gleiche? Ja. Muss auch mal finden, sowas. Ach nein, jetzt habe ich Wasser angebuddelt. Und ich hab Platinum Bars gefunden. Na, boah. Bullshit brauchen wir nicht mehr. Ich warte nur darauf, dass oben rechts unter meiner Map steht,
Life Crystal oder Chest Detected nearby, Alter. Ach. Ja, ohne Scheiß. Jetzt darf ich den Scheißweg nochmal gehen, ey. Lecko mio. Deswegen, ich wollte mir noch vor der Aufnahme eigentlich mal was angucken, noch im Wiki. Muss ich mal aufs nächste Mal verschieben. Weißt du, was, unseren weißt Spawn du? Heute verändern. Ja, ich glaube, in der Hölle kannst du, glaube ich, kein Bett aufbauen. Ich bin mir nicht sicher. Aber dann da drüber halt. Keine Ahnung, ja, nee, ich weiß, ich glaube, du kannst auf einer bestimmten Tiefe kannst kein Bett mehr aufbauen. Dafür musst du dann ein komplettes Haus bauen, glaube ich, so. Ja, nee, kein komplettes Haus. Und du brauchst auf jeden Fall Wand, plus... Ja, ja, und einen geschützten Raum und eine Tür. Mehr brauchst du nicht. No, meinetwegen kannst du das machen. Ja. Weißt du, was du eigentlich auch machen könntest? Wir könnten noch zum Beispiel jetzt dual aufnehmen. Wenn, während du jetzt da unten unterwegs bist, kannst du aufnehmen, weil bei dir geht ja auch Party ab. Und, ja, dann müsstest du das halt immer ja, so. Ja, das ist kein Problem, Das ist, hier, du kannst, ja, ich weiß auch schon, wie wir das machen. Wenn du willst, kannst du das dann jetzt aufnehmen, ne? Dann schneide ich das zusammen. Das nein, nee, machen wir dann irgendwie nächstes Mal lieber. Okay. Lol, nein. Nicht schon wieder. King Slime. Ja, der könnte kommen. Was eigentlich ziemlich geil wäre, weil vielleicht droppt der mal so einen Mount, Alter. Ja, genau, deswegen bin ich gerade wieder zurück. Ernsthaft? Ja. Ja, okay, ich war nicht so weit. Ich will das geile Mount haben, Alter. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht kommt er auch nur im Hard Mode. Also, letztes Mal hat er es auch nicht gedroppt. Aber ja, naja, man kann ja. Man hat doch schon gesehen, dass das nicht im Hard Mode droppen. Unbedingt. Aus anderen Videos. Ich weiß, ich hab's nie gesehen. Ich weiß nur, wie es ist. Hm. Wieso ist hier überall Silber, Alter? Amethysten, aber komm, nehmen wir mit. Machen wir eigentlich nicht mehr, aber okay. Ja, oh, was Geld ich eigentlich war. Noch machen sollte, wäre zum Beispiel diese Farm da aufzubauen. Warte mal, fallen die. Du bist unter der Erde gerade, ne? Ja. Kommt der King Slime dann auch zu dir? Ne, ich glaube, der kommt zu dir, ja. Und außerdem, wenn wir zum Beispiel beide unter der Erde sind, spawnt er einfach an der Oberfläche. Also, die kommen nie unter. Achso, okay, ja, unter Tage kommen die niemals rein. Boah, Alter, die machen mir einen Schaden. Warum benutze ich eigentlich noch das Laserschwert, Junge? Ich hab auch den Scheiß. Ich hab auch Dings, diese komische Kugel da benutzt, aber trotzdem mein Murasama. Komm schon. Komm hier hin! Geht doch, ne? Komm schon, King Slime. Wo bist du? Nein. Ja, weiter geht's. Momentchen kurz, wir müssen mal kurz hier auch noch pausieren, ja. Moment. Jo. So, da sind wir wieder. Ich hab den King Slime besiegt. Ganz easy, alleine. Sven hatte so Schiss, ey, dass er sich abgehauen ist wieder. Ach, der hat wieder nur Bullshit gedroppt, Alter. King Slime Trophäe. Dann, was ist das noch? Soulifier Ninja Pants Slime Gun. Hier, die hab ich schon. Kannst du haben, wenn du willst. Nee, danke. Ja, brauche ich auch nicht. Ja. Wunderschön. Ach, boah, Sven, ey, das war doch gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, warum du dich so anstellst. Ja, Lava. So, ja, Sven halt, ne, die größte Pussy, die es gibt. Ja. Schafft nicht mal King Slime höher, ey. Oh. Get wrecked, Junge, so. Deine Mama get wrecked. Deine Mama get wrecked. So, gehen wir wieder. Was hab ich eigentlich jetzt? 12 Gold. Nice. Ich weiß gar nicht, ich hab 5 Gold und auch im Sparschwein voll viel. Ah, es laggt wieder in der Eiswelt. Was ist da los? Oh, was war das? In der Korruption sind wir jetzt. Oh.
Eigentlich hätte ich jetzt hier ganz locker diese Lava-Dingens-Läufer geben können. Oh, wir haben es wieder vergessen. Ist mir gerade eingefallen. Ach, hier geht's schon runter. Okay. Kommt das Zombie noch hier? Und da sind wir auch schon wieder. Bumm, ging ja schnell. Voll geil, Alter. Ich töte den King Slime. Ich so, ich hab den Mount. Du Wichser. Weißt du, so voll, voll bestürzt. So, wie kannst du nur? So, weißt du. Voll geil. Also, die ganze... aber, ey, ich hätte nur noch dreimal oder so drin. Weißt du, die ganze Vorarbeit geleitet. Da komm ich und snack den einfach weg. Oh, Chest Detected hierbei. Jawohl. Da ist jetzt der Double Jump drin, wenn ich weiß es. Ne? Ja, ja. Gönnst es mir, ne? Ja. Ich gönne so den Blizzard in der Bahn. Och man, Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Wieso, Alter? Warum, Mann? Was hab ich diesem Spiel getan, Alter? Ey, was soll das? Boom. Putz. So. Okay. Kein Dingens für mich. Ist kein Problem. Verstehe ich. Ist ganz menschlich. Ja. Boah, Alter, die Fledermaus macht mir einen Schaden, Alter. Die fuckt mich so ab, ey. Oh, hier ist wieder ein Granitbiom. Und eine Schiene. Ja, läuft. Wow, jetzt geht's ab. Oh, da war ein Detour. Life Crystal. Stopp. Ey, wie steigt man jetzt von Schienen ab, Alter? Ich hab das immer noch nicht herausgefunden. Keine Ahnung. Steig ab, Mann. Alles klar, erstmal eine Pfeilfalle voll in die Fräse kriegen. Weißt du, was das Schöne ist? Als wir in der Hölle rechts lang gegangen sind, ne? Da haben wir ja richtig viele Kisten gefunden. Ja. Und die konnten wir nicht aufmachen. Und ja, eben genau, bin ich da einfach lang gegangen und konnte eine aufmachen. Deswegen werde ich jetzt weiter rechts lang gehen. Das ist korrekt, tu das. Wie viel Leben hast du eigentlich? 160, das siehst du doch. Nein, insgesamt meine ich. 160, das siehst du doch. 260 meinst du? Ja, ja. 160, nein, insgesamt 160, das siehst du doch. Ich denke mir so, was? Alles klar, dann habe ich den Life Crystal für dich. Du kannst den auch nehmen, wenn der gerade. Nee, du bist dran, aber ich sammle ja eh so oder so jetzt gleich was. Wenn du schon 400 oder so zum Beispiel hast, ist ja auch nicht schlecht. Ich wollte sagen, wenn du 400 hast, kannst du auch nehmen, Mann. Ist okay. Alter, verpisst euch. Diese Cavebats, weißt du, die können. Denken, aber die können Dings, Life Crystals können nicht neu spawnen, oder? Ich glaube nicht, nein. Ist genau wie irgendwie so ein Ohr oder so. Also wie ein Erz. Platinum, Platinum. Oh, 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 oh. Ich muss durchs Wasser fahren. Oh, 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 oh. Das war Life Crystal. Ich kann nicht absteigen. Da ist wieder eine Schattenkiste. Alter! Jetzt beweg dich, du Mizzet. Ich komm hier nicht weg, Alter. Ey, ich häng fest, Alter. Ich hab noch eine Flammenpeitsche. Alter. So. Eine Flammenpeitsche. Wie viel kann die, was kann die denn? Bei mir macht die 44 Damage. Nahkampf. Wie hat die Verzauberung? Verletzend. Warte. Wär grad belästigt. Plus 10% Schaden. Ja. Lahm. Hä, ja. Wo ist das denn mit dem Nahkampfschaden? Hä? Was? Ah ne, magischer Schaden. Lol, hab ich verlesen. Sorry. Mach nix. Irren ist menschlich sein. Oh, guck dir den da unten an, der süße Junge. So. Das heißt wieder was für mich. Was denn? Ja, die Flammenpeitsche. Achso. Ach so. Ich mein 33. Alter. Ich dachte schon, ich leck wieder rum und deswegen machst du mich wieder nach oder so. Aber gut, alles nochmal gut gegangen. Oh Gott.
Du weißt gar nicht, wie viel...